Konzept des Staatsaufbaus. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner erfüllten Schrift sagt, und sprich, wirkt, Allah wird euer Werk schauen, und so sein Gesandter und die Gläubigen. Und zurück sollt ihr gebracht werden zu dem Kenner des Verborgenen und des Offenbaren. Dann werde er euch verkünden, was ihr zu tun bepflegtet. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein anbetender Diener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Zu den edlen Prinzipien und Lehren des Islam gehören die Liebe zu dem Heimatland, seine Verteidigung, die Arbeit an seinem Fortschritt und seinem Wohlstand. Denn alle Nationen, die sich wissenschaftlich und kulturell entwickelt haben, haben hinter ihnen treue Männer, deren Herz von Liebe zu ihrer Heimat erfüllt ist. Und sie haben großzügig zu der furchtbaren Arbeit beigetragen, die den Bürgern und dem Land zugute kommt. Unser Ägypten verdient das Beste seitens der Ägypter, denn es ist das schlagende Herz des Arabertums und des Islam, der Schild und der Schwert der Umma und deren Bastion in Auseinandersetzung mit Terrorismus und Herausforderung. Von daher ist die Verteidigung des Heimatlands und Arbeit seinem Fortschritt sind eine religiöse und staatliche Verpflichtung, denn Ägypten ist eine Wege der Zivilisation und Heimat der Botschaften sowie das Land, das im ehrwürdigen Koran genannt wird, wo der erhabene Aufzunge von Josef, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagt, zieht in Ägypten Sicherheit ein, wie Allah es will. Nationalität und Zugehörigkeit mit der Verpflichtung zu den Grundlagen Nationalität bedeutet Zugehörigkeit des Menschen zu seiner Heimat und zu seinem Land sowie seine Bindung an sie. Seine Verbundenheit und Realisierung seiner Zugehörigkeit stellen ihn auf eine Ebene mit seinen Mitmenschen hinsichtlich der Rechte und Pflichten in dieser Heimat. Diese Nationalität ist eine komplexe Mischung auf subjektiver Anschauung beruhenden spirituellen, emotionalen, menschlichen und nationalen Gefühlen. Sie ist auch eine Zugehörigkeit zu einer Heimat respektive zu einem Volk. Des Weiteren ist sie eine komplette Mitgliedschaft in dieser Gesellschaft mit allem, was es in ihrer Verantwortung und ehrenden Auszeichnung gibt. Der Islam hält mit Nachdruck zu Zusammenschluss und Einheit an und lehnt Auseinandergehen und Zersplittung ab. Der Gesandte Allahs verglich die Zugehörigkeit der Muslime zueinander mit einem einzigen Körper. Wenn ein Gliedmaß unter einem Schmerz leidet, klagen auch andere Gliedmaßen über diesen Schmerz. Der Islam erhebt die Liebe eines Muslims zu einem anderen Muslim zu einer Voraussetzung des Glaubens und nennt mehrere bestimmende Faktoren, die das Ansehen der Heimat stärken und diese schützen, sowie die Voraussetzungen für die Nationalität darlegen, damit eine Zugehörigkeit eine andere nicht überwiegt. Zu diesen bestimmenden Faktoren gehören die folgenden. Handeln nach dem Offenbarungsbuch Allahs und der Sunna seines ehrwürdigen Propheten. Der Koran ist wahrhaftig ein allumfassendes Offenbarungsbuch und enthält nichts Gewundenes. Allah macht ihn zu einer Barmherzigkeit für die Menschen. Ferner offenbart er in ihm Beispiele, Lehren, Ermahnungen sowie Gebote und Verbote. Wenn die Menschen all dies ernst nehmen und es in ihrem Leben praktizieren, gewinnen sie im Diesseits und im Jenseits. Die Sunna seines Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, erklärt ambige Dinge. Allah ordnet uns an, dass wir ihm und seinem Propheten gehorchen. Der Prophet wies uns an, dass wir seiner Sunna und die Verhaltensweise der rechtgeleiteten Kalifen nach ihm folgen. Es ist bekannt bei den Muslimen, dass der Koran und die Sunna die beiden ersten Quellen der Gesetzgebung und der Rechtsnormen im Islam sind.
Sie müssen die oberste Autorität für die Gesetzgebung und Verfassung des muslimischen Heimatlands bilden. Gehorsam gegenüber Führungspersönlichkeiten. Unsere wahre Religion weist uns im ehrwürdigen Koran an, Führungspersönlichkeiten zu gehorchen. Zu diesem Personenkreis zählen Herrscher und ihre Stellvertreter, aber auch Wissenschaftler und Gelehrten. Der Gehorsam ihnen gegenüber ist eine Pflicht, solange er nicht zu einer Sünde gegenüber Allah, dem Allmächtigen und Majestätischen, führt. Der Islam weist uns an, dass wir sie in all Dingen unterstützen, denn ihre Unterstützung gilt als Unterstützung für alle Muslime. Wir sollen ferner den führenden Persönlichkeiten Ratschläge geben und sie beispielsweise vor einem Feind oder einem Neider warnen. Und der Muslim soll sie mit Wort und Tat verteidigen, denn ihre Stärkung bedeutet auch eine Stärkung der Heimat. Fernhalten von Streit und Trennung. Der Islam kam, um die Menschen von den Finsternis heraus hin zum Licht zu bringen. Er beseitigt Ignoranz und Unwissen der Menschen und lässt sie nicht auseinanderlaufen, sondern zusammenkommen. Die Muslime sind aufgefordert, an der Religion Allahs festzuhalten und nicht auseinanderzugehen, nachdem Allah ihre Herzen zusammenführte. Auf diese Weise macht Allah die Muslime zu Geschwistern im Islam und betont sogar diese Brüderlichkeit. Ein Muslim soll seine Mitmenschen nicht missachten. Jeder Muslim ist angewiesen, seinen Bruder zu lieben, wie er sich liebt. Der Islam fokussiert auf das Ächten von Zersplitterung und Aufruhr, denn derartiges führt zu großem Übel. Schützen der Heimat und des Staatsbürger. Der ehrwürdige Koran berichtet uns von absoluter Sicherheit. Die Menschen sollen im Diesseits ein sicheres Leben führen, was sich auch auf ihren Intellekt, ihre Ehre und ihr Vermögen bezieht. So werden sie auch im Jenseits vor Qualen sicher sein. Unser Prophet Abraham, Friede sei mit ihm, bat Allah darum, dass er seine Angehörigen und seine Heimat sichert, bevor er um Lebensunterhalt bat, denn Sicherheit ist die Grundlage eines guten Lebens. Das Vermögen ist wertlos, wenn es keine Sicherheit gibt. Unser Prophet Muhammad, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sprach über diese Bedeutung und erwähnte, wer Gesundheit, Sicherheit und Lebensunterhalt eines Tages hat, hat das Leben im Diesseits. Der Erhabene sagt, Allah hat von den Gläubigen ihr Leben, ihr Gut für das Paradies erkauft. Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und werden getötet. Eine Verheißung, bindend für ihn in der Tora und im Evangelium und im Koran. Das sich anstrengen und erledigen der Verpflichtungen in bester Weise. Es wurde von Ka'b ibn Ujza, möge Allah auf ihm Wohlgefallen finden, überliefert, dass ein Mann beim Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, vorbeikam. Dann sahen die Gefährten des Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, von ihm Anstrengung und Aktivität, dermaßen sie sagten, O Allahs Gesandter, wie wäre es, wenn seine Arbeit auf dem Wege Allahs wäre? Da sagte der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, wenn er sein Haus verlässt, um für seine kleinen Kinder aufzuwenden, ist das auf dem Wege Allahs. Wenn er sein Haus verlässt, um für seine alten Eltern aufzuwenden, ist das auf dem Wege Allahs. Wenn er sein Haus verlässt, um sich selbst tugendhaft zu machen, ist das auf dem Wege Allahs. Und wenn er sein Haus aus Heuchelei und Ruhmrederei verlässt, ist das auf dem Wege des Satans. So
spornt unsere wahre Legion zum Arbeiten bzw. tun des Besten an. Der Erhabene sagt, der den Tod erschaffen hat und das Leben, dass er euch prüfe, wer von euch der Beste ist im Handeln. Und er ist der Allmächtige, der Allverzeihende. Er sagt auch, o ihr, die ihr glaubt, wenn zum Freitagsgebet gerufen wird, dann eilt zum Gedenken Allahs und stellt den Geschäftsbetrieb ein. Das ist besser für euch und ihr es nur wüsstet. Und wenn das Gebet beendet ist, dann zerstreut euch im Land und trachtet nach Allahs Gnadenfülle und gedenkt Allahs häufig, auf dass ihr Erfolg haben möget. Doch wenn sie eine Handelsware oder ein Spiel sehen, dann brechen sie sogleich dazu auf und lassen dich im Gebet stehen. Sprich, was bei Allah ist, das ist besser als Spiel und als Handelsware, und Allah ist der beste Versorger. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, zählte das Essen, das der Mensch selbst besorgt hat, als das Beste, indem der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, sagte, keiner hat etwas gegessen, besser als das, was er selbst besorgt. Und der Prophet Allahs David, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, bepflegte das zu essen, was er selbst besorgte. Zu den wichtigsten Faktoren des Staatsaufbaus gehören das Wissen und die gute Verwaltung. Denn der Aufbau verlangt Wissen, Erfahrung, Training und Spezialisierung. Und nicht nur Hobby. Der ehrwürdige Koran und die edle prophetische Sunna betonen dieses Konzept. Der Erhabene sagt auf Zunge von Josef, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen. Er sprach, setze mich über die Schatzkammern des Landes, denn ich bin ein Hüter, ein Wohlerfahrener. Allah sagt auf Zunge der Tochter von Shu'aib, von Moses, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen. Da sprach eine der beiden, O mein Vater, dinge ihm, denn der beste Mann, den du dingen kannst, ist einer, der stark ist, ehrlich. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, bepflegte seine Gefährten nach Erfahrung und Leistungsfähigkeit anzustellen, und nicht aus Gefälligkeit oder Liebe oder wegen Verwandtschaft. Es wurde auch von Abu Dharr, möge Allah auf ihm Wohlgefallen finden, überliefert, dass er zum Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, O Gesandter Allahs, würdest du mich zu einem Herrscher nennen? Da schlug er mit seiner Hand meine Schulter und sagte, O Abu Dharr, du bist schwach und die Herrschaft ist ein anvertrautes Gut, und ist am Tag der Auferstehung Schändlichkeit und Reue. Es sei denn, wer sie für wahre Beauftragung bzw. Verantwortung hält und dabei seine Verpflichtungen verrichtet. In diesem Hinsicht sagte der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, zu Abdurrahman ibn Samra, O Abdurrahman, strebe nicht nach der Herrschaft, denn wenn du sie erfreust, ohne danach gestrebt hast zu haben, wärst du dabei geholfen. Und wenn du sie aber erfreust, nachdem du danach gestreben hast, nimmst du dich auf sie. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt. Und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Geschwister im Islam, zweifelsohne hat die Liebe zur Heimat eine große Bedeutung im Islam. Dies ist eine menschliche Veranlagung. Allah erschafft den Menschen mit dieser Veranlagung. Der Prophet liebte seine erste Heimat, Mekka, sehr und war sehr traurig bei seiner Auswanderung aus Mekka. Wenn die Leute von Mekka den Propheten nicht vertrieben hätten, hätte er Mekka sicher nicht verlassen. Denn es war ja seine Heimat,
in der er aufgewachsen war. Nach seinen eigenen Worten war es das beste Land in seinem Herzen. Als die Sehnsucht nach Mekka sich verstärkte, sagte Allah, der Hocherhabene, zu ihm: Wahrhaftig, der dir den Koran verpflichtend gemacht hat, werde dich sicher zu einem Ort der Wiederkehr zurückkehren lassen. Als der Prophet, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen, von Mekka nach Medina auswanderte, bat er Allah, dass er ihn in Medina leben lassen möge, wie er ihn Mekka habe leben lassen. Allah, der Hocherhabene, erhörte seine Bitte. Immer wenn er von einer Reise nach Medina zurückkehrte, blickte er auf die Mauern von Medina und veranlasste wegen seiner Liebe zu Medina sein Reitkamel, dass es schnell läuft. Zu den wichtigsten Faktoren des Staatsaufbaus gehört die Gerechtigkeit, die alle Menschen gleich ohne Bevorzugung bzw. Unterscheidung ansieht. Allah, der Erhabene, sagt: Allah gebietet Gerechtigkeit und uneigennützig Gutes zu tun und zu spenden wie den Verwandten, und er verbietet das Schändliche, das offenbar Schlechte und die Übertretung. Er ermahnt euch, auf dass ihr es beherzigt. Man sagte, dass sein Staat mit Gerechtigkeit zusammen, mit mehr Glauben und nicht mit Ungerechtigkeit und Islam erleben kann. Daher lehnt der Islam jede Form von Ungerechtigkeit und Tyrannei ab. O Allah, lass uns die Sicherheit in unseren Staaten erfreuen und leihe unseren Geschäftsführern den Erfolg und bewahre unsere Heimatländer vor Tyrannei und Ungerechtigkeit.